Ich empfehle Ihnen, das billige Telefon Vivo V19 zu kaufen. Technische Daten des Vivo V19 Telefons, minus. Das Telefon hat Abmessungen von 159,64 x 75,04 x 8,5 mm bei einem Gewicht von 186,5 Gramm. Die Haltbarkeit und Qualität der Materialien, die im Telefon verwendet wurden, stammen aus Glas mit einem Kunststoffrahmen. Das Telefon unterstützt 2 Nano-SIM-Karten. Es ist kompatibel mit 2G, 3G und 4G-Netzen. Der Bildschirm hat die Form eines Doppellochs und wird von Vivo als Dual View Display bezeichnet. Der Bildschirm verfügt über einen Super AMOLED-Bildschirm mit einem 6,44 Zoll Bereich in FHD Plus Qualität und einer Auflösung von 1080 x 2400 Pixel bei einer Pixeldichte von 409 Pixel pro Zoll und der Bildschirm unterstützt die neuen Abmessungen in einem Seitenverhältnis von 20:9 und nimmt die Vorderseite ein. 83,7% mit Bildschirmunterstützung für den Dunkelmodus, um das Telefon entweder im System oder in allen Anwendungen vollständig auf schwarz zu schalten, sowie Bildschirmunterstützung für Augenschutz und HDR10 mit Unterstützung für die Möglichkeit, den Bildschirm mit einer Ebene zu teilen, Schutz der Art von Corning Gorilla Glass der 6. Generation zusätzlich zur Bildschirmunterstützung für Always On Display. Es kommt mit 128 GB UFS 2.1 Solid Memory mit 8 GB LPDDR4X Random Memory. Das Telefon unterstützt die Möglichkeit, den Speicherplatz über eine Speicherkarte mit bis zu 512 GB und separatem Anschluss zu erhöhen. In Bezug auf die Leistung verfügt das Telefon über einen Qualcomm Snapdragon 712 Prozessor mit 10 Nano-Technologie. Dies ist der gleiche Prozessor wie bei Realme XT und Realme 5 Pro. Der Grafikprozessor stammt vom Adreno 616 Typ mit Unterstützung. Telefon für Flüssigkeitskühlung zusätzlich zu seiner Unterstützung für Einstellungen verbesserte Leistung im Ultra-G-Modus, um die Leistung in Spielen zu verbessern, und Sie können auch Ihre Stimme ändern, während Sie mit dem gewünschten Sound spielen. Die Frontkamera ist mit einer Doppelkamera ausgestattet, während die erste Kamera mit einer 32-Megapixel-Kamera mit einem f2.1-Objektivschlitz ausgestattet ist, der die Hauptkamera darstellt, während die zweite Kamera mit einer 8-Megapixel-Kamera mit einem Schlitz ausgestattet ist. Für f2.3-Objektiv, das für Panoramafotografie vorgesehen ist, und die Frontkamera unterstützt den Super Night Safe-Modus für Fotos. Am besten bei schlechten und schlechten Lichtverhältnissen. Die Rückfahrkamera ist mit einer Quad-Kamera ausgestattet, wobei die erste Kamera mit 48 Megapixeln und einem f1.8-Objektiv-Steckplatz ausgestattet ist, der die Hauptkamera für das Telefon darstellt, während die zweite Kamera mit 8 Megapixeln und einem f-Objektiv-Steckplatz ausgestattet ist. 2.2 – Die Kamera für die Weitwinkelfotografie. Die dritte Kamera verfügt über eine Auflösung von 2 Megapixeln mit Schlitz. Ein f2.4-Objektiv für die Makrofotografie. Die 4T-Kamera verfügt über eine Auflösung von 2 Megapixeln mit einem Schlitz von 1,2,4, die für Isolations und Porträtarbeiten mit einem einzigen LED-Blitz vorgesehen ist. Die Kameras unterstützen mehr als einen Modus, da sie den Super Night Safe-Modus für bessere Bilder in Bezug auf Auflösung und Details bei schlechten und schlechten Lichtverhältnissen unterstützen. Kameras unterstützen die Aufnahme von Videos im Videomodus, ultrastabil für die bestmögliche Stabilität während der Videoaufnahme, aber es ist ein Nachteil, dass es während der Aufnahme mit Qualität funktioniert. HD 720p. Das Telefon unterstützt das sekundäre Mikrofon zur Geräusch- und Geräuschisolierung bei allgemeiner Verwendung des Telefons. Es unterstützt Videoaufnahmen in 4K-Qualität mit einer Auflösung von 2160 Pixel bei einer Aufnahmerate von 30 Bildern pro Sekunde und FHD-Fotografie mit 1080p bei einer Aufnahmerate von 30 und 60 Bildern pro Sekunde. Wi-Fi bietet ABGN-Frequenzen sowie Unterstützung für den Dualband-Hotspot Wi-Fi direkt. Bluetooth wird mit Version 5.0 beliefert, die A2DP-LA unterstützt. Geolokation unterstützt GPS und andere Navigationssysteme wie ArcGPS, GLONASS, Galileo, BDS. Sicherheits- und Schutzmaßnahmen: Das Telefon unterstützt den Fingerabdrucksensor und befindet sich am unteren Bildschirmrand. Außerdem unterstützt es die Funktion zum Entsperren des Gesichts, um das Telefon über das Gesicht zu entsperren. Sowie seine Unterstützung für die meisten anderen Sensoren wie Beschleunigung, Nähe, Kompass und Gyroskop. Es ist auch mit der 3,5 mm Kopfhörerbuchse kompatibel.
DSB-Anschluss stammt vom neuesten Typ, Typ C, und unterstützt OTG, um jeden USB-Controller auf Ihrem Telefon auszuführen. Der Akku verfügt über eine Kapazität von 4500 mAh und unterstützt das 33 Watt Schnellladen mit der Vivo Flash Charge 2.0 Technologie, sodass 70% der Akkukapazität in nur 40 Minuten aufgeladen werden. Das Telefon wird mit dem Android 10 Betriebssystem mit der Vivo FundOut 10.0 Schnittstelle geliefert. Das Telefon ist in Schwarz und Blau erhältlich. Nachteile des Vivo V19 Handys, Minus. Das Telefon ist mit einem Kunststoffrahmen sehr anfällig für Schmutz und Fingerabdrücke. Der Prozessor ist derzeit nicht der leistungsstärkste in seiner Preiskategorie, bietet aber dennoch eine akzeptable Leistung. Insbesondere mit der hervorragenden Kühlung dieses Telefons, um harte Arbeit ohne Überhitzung standzuhalten. Das einzige, was dem Display fehlt, ist, dass es weder 90 Hz noch 120 Hz unterstützt. Aber AMOLED bietet immer noch eine hervorragende Helligkeit in der Sonne. Die Benachrichtigungslampe wird nicht unterstützt, Sie können jedoch alternativ Always on Display verwenden. NFC wird nicht unterstützt. Es wäre besser gewesen, den 64 Ampere Rückfahrkamerasensor zu verwenden, um bessere Details zu liefern. Das Telefon hat im Vivo V17 Pro keine wesentliche Entwicklung. UNG. Die Idee des Selfie-Schiebereglers wurde abgebrochen und durch zwei Löcher im Bildschirm ersetzt, sodass das Gewicht des Telefons leichter geworden ist. Stärkerer Prozessor mit einem kleinen Unterschied bei Unterstützung für die Installation einer Speicherkarte. Mit einem größeren Akku mit einem kleinen Unterschied und einem schnelleren Ladegerät. Vivo V19 Eigenschaften, Minus. Selfie-Kameras bieten eine hervorragende Leistung in der Preiskategorie. Die Farbverarbeitung im Nachtmodus ist auf der Rückkamera hervorragend. Modernes Design, das führenden Telefonen mit sehr ansehnlichen Vivo-Materialien ähnelt. Trotz der Glasrückseite ist das Gewicht des Handys sehr ausreichend. Super AMOLED-Display mit großer Oberfläche und hervorragender Kantenausnutzung mit einem einzigartigen Erlebnis in Bezug auf Helligkeit, Farben und Schutz des Auges vor schädlichen Strahlen. Der Akku bietet eine hervorragende Leistung und hält tagsüber lange an. Er unterstützt das 33W Schnellladen, sodass der Akku in 1,5 Stunden vollständig aufgeladen ist. Unterstützt Videoaufnahmen in 4K-Qualität. Ohne elektronische Stabilität. Die Qualität muss für elektronische Stabilität auf 1080p gesenkt werden. Der im Bildschirm integrierte Fingerabdrucksensor arbeitet sehr schnell. Es unterstützt den gleichzeitigen Betrieb von zwei SIM-Karten und einer Speicherkarte. Unterstützt eine hervorragende Kühlung, um sicherzustellen, dass das Telefon nicht überhitzt. Öffnen Sie die Vivo V19 Telefonhülle, Minus. Vivo V19 Telefon, ein auf dem Bildschirm vorinstallierter Bildschirm, eine rückseitige Abdeckung zum Schutz der Rückseite des Telefons, ein 33 Watt Ladekopf, ein USB-Kabel und Typ C, ein Metallstecker, eine Bedienungsanleitung und eine Garantie-Kopfhörer. Vivo V19 Telefonpreis, Minus. 264 Euro.